Ein Highlight dieses Matches war der Kauf dann dieses Panzerwerfers, ohne zu wissen, wo es genau ich da eigentlich tue, wo es genau eigentlich mich dort erwartet, wo wir mal den Hof beschossen und wie man sieht, hat es dem russischen Kollegen ganz schön zugesetzt. Im TS ist in dem Moment die Party abgegangen. Schauen wir uns an, was wir aufgerichtet haben. Hof zerstört, da kommt der zweite Park, scheinbar. Warum zerstört zwar noch, aber der Hof ist zerstört, so viel Infanterie zerstört. Naja, viel ist nicht überblieben. Viel ist nicht überblieben. So. Was hat er da noch gekauft? Ja, gut, unser Verteidigungsring war ja fast nicht mehr zu durchbrechen. Also ich muss sagen, wir haben 75% der Map eigentlich gehalten innerhalb von einem Verteidigungsring mit dem MG-Nester wie hier. Hoppala, dass ich da das finde. Und der Gegner war fast komplett aufgeklärt. Schöne Anti-Tank-Panzer. Eben den Panzerwerfer und der Jörg, der Crafty auf der linken Seite. War ein bisschen offener, war ein bisschen schwieriger für ihn zu verteidigen. Aber wir haben das so brennt gemacht. Ist zwar ein bisschen unfair, zwar gegen uns, aber er wollte das so. Er wollte selber so. Und wir haben gesagt, okay. Er hat immerhin die doppelten Ressourcen. Also von daher ist es wieder fair, weil er kann viel stärkere Einheiten kaufen, als wir, weil er mehr Geld hat. In dem Fall aber wurscht, weil wir haben ihn ziemlich gerackt. Jo. Das war das. Und auch in den Craft ist ja Artillerie, muss ich natürlich schon herzuwagen. Ah, da ist eine schöne Artillerie. Feind, der drüben beschießt. Ah, schön ist das. Schön ist das und so kroch und schädert. Im Sicht hat der Russe schon wieder aufmunitioniert und wir benutzen wieder den Panzerwerfer. Um uns der Infanterie zu entledigen. Eine schöne Panzerwerfer-Steuerung ist da gut. Steuern ein bisschen hackelig. Auch ein schönes Ding. Ein schönes Gerät. Ganz ein feines Gerät. Und dann hat, das würde ich euch nicht sagen, der gute Herr versucht mit einem Infanteriesturm unsere Linien zu umgehen. Ah, jetzt haben wir gleich gesehen, wie das funktioniert. Die Herren. Wir haben den Vierer. Oh Mann! Und wir sind ready. Vor allem ist es auch. Gegner direkt vor uns! Ah, mein Tank! Das war's für ihn. Das war also quasi Bonus.